Hearing at Home ist ein EU-Projekt, in dem wir versuchen, für leicht- bis mittelschwerhörige zu ermöglichen, in ihrem häuslichen Umfeld leichter zu kommunizieren. Es wird ja auch in Frankfurt hier gehandelt, klar nicht mit einem so großen Volumen, aber dann bekommen wir schon einen. Der Schwerhörende und seine Partnerin, sein Partner, werden oft einen Kopfhörer benutzen, um den Ton zu hören, denn der Partner und der Schwerhörende selber haben unterschiedliche Hörbedürfnisse. Bitte? Besuchst du vorher eine Schule, um Mutter zu werden? Ich bin Mutter erstmal und ich mache. Bei einem ankommenden Telefonanruf wird zunächst signalisiert auf dem Fernseher, dass eben ein Telefonanruf reinkommt. Es wird die Rufnummer angezeigt und der Benutzer des Systems kann dann über sein Headset, das er sowieso schon ja trägt, den Telefonanruf durchführen und das auch entsprechend unterstützt in seiner Sprachverständlichkeit. Haben wir noch Zucker zu Hause? Zucker ist genug da. Ja, ist gut. Bis gleich denn. Bis gleich. Wenn ich als Schwerhörender Fernsehen gucke, habe ich Schwierigkeiten, auch noch die Türklingel im Hintergrund zu hören. Dadurch, dass wir auch die Türklingel mit an die HIC-Plattform angeschlossen haben, können wir dem Fernsehzuschauer, können wir dem Schwerhörenden ein Signal geben, es hat geklingelt. Und als Fernsehzuschauer, als Schwerhörender kann ich dann an die Tür gehen und meinen Besuch begrüßen. Schön, dass du da bist. Prima. Schön. Und bring dann deinen Mantel raus. Synface ist ein synthetisches Gesicht, das einem hilft, Lippenlese-Funktionalität zu haben und entsprechend die Sprachverständlichkeit auf eine visuelle Komponente zu unterstützen. Was guckst du denn? Der Kopfhörer hat ein Mikrofon angeschlossen und wenn also der Schwerhörende und seine Partnerin miteinander sprechen wollen, können sie das über das Mikrofon tun. Krimi da, ne? Och, ja, da muss ich mich hier dazu setzen. Ja. Wo ich so Krimi da bin. Durch die Partnerkommunikation, durch die Unterstützung für die Partnerkommunikation können wir also auch Hintergrundstörgeräusche ausblenden. Straßenlärm, Kühlschrank, was auch immer an Geräuschen da ist, sodass ich eben als Schwerhörender wirklich mich optimal auf die Kommunikation mit meiner Partnerin konzentrieren kann. Moderne Kühlschränke haben ja Signaleinrichtungen, die piepen, wenn sie über eine längere Zeit hin auf sind. Als Schwerhörender entgeht mir dieses Signal, ich höre das Piepen einfach nicht. Wenn wir also den Kühlschrank wieder an die HIC-Plattform anschließen, können wir ein Signal wieder auf dem Fernseher ausgeben und so eben auch den Schwerhörenden darüber informieren, dass der Kühlschrank offen steht und ich kann darauf reagieren und die Kühlschranktür schließen. Nahezu ein Fünftel der Menschen ist von Schwerhörigkeit betroffen, in der Altersgruppe der Senioren fast jeder Dritte. Innerhalb des europäischen Projektes Hearing at Home entwickelt Office gemeinsam mit Projektpartnern aus Schweden, den Niederlanden, Spanien und Deutschland assistive Technologien, die den Alltag von Schwerhörenden erleichtern sollen. Die Projektpartner legen dabei ihren Schwerpunkt auf die Bedürfnisse der Schwerhörenden in ihrer häuslichen Umgebung.